Mike van Vugt, die Startnummer 327, war gestern der schnellste im ersten Wertungslauf, geht von ganz vorne in dieses Rennen. Neben ihm mit der 330 dann Vincent France. Colin Caresani, die 347, und Ben Dorn mit der 366 dann in Startreihe 2. Die dritte Startreihe, die bildet sich aus der Startnummer 312 Finn Gersitz und der 321 Maximilian Krupper. Danny Berndt mit der 383 und Dante Rapanarsch, die 343, dann in der vierten Startreihe. Und aus der fünften Startreihe rollt an den Start Lennart Wolf, die 322, und Lucatil, die 315. Andre Petropoulos, die 301, und Mick Haneles, die 333, bilden Startreihe 6. Und die siebte Startreihe mit Finn Albig, der 388, und Flint Schnickenberg, die 328. Noah Degenbohl, die 336, und Malte Adolfsen, die 340, dann in Startreihe 8. Und auf der 9. Startreihe kommt an den Start mit der 344 Colin Bönighausen und die 303 Paul Trusheim. Ali Larkim, die 302 und die 398, Mika Frey Altenhofen, dann in Startreihe 10. Und die 11. Startreihe mit der 309 Henrik Seibel und die 310 Michael Gruber. Noah Sattig, die 341, und Christopher Sachse, die 392. Die sehen wir jetzt in der 12. Startreihe starten, und Max Ries mit der 329 kommt aus der 13. Startreihe in diesen Start. Und sofort ist es wieder Mike van Vugt, der in der ersten Kurve die Führung übernimmt in diesem zweiten Wertungslaufen. Während sich das Feld jetzt so ein bisschen sortiert, schauen wir uns an, wie sieht es denn im Klassement aus nach dem gestrigen Lauf. Ben Dorr, der hier als Vierter in dieses Rennen gegangen ist, er hat 264 Punkte auf seinem Konto, liegt damit vor Vincent France, der 192 Punkte sein eigen nennt, und Finn Albig, der von Platz 2 auf Platz 3 mit dem gestrigen Lauf zurückgefallen ist, 178 Punkte. Kann hier der Ben Dorr jetzt in diesem Lauf schon wirklich alles klar machen? Wobei, wie gesagt, wir die Streicher noch so ein bisschen mit berücksichtigen müssen. Ben Dorr, der im vergangenen Jahr die Klasse Mini gewonnen hat, könnte also jetzt gleich bei den Junioren ebenfalls als Sieger dann hervorgehen. Und Vincent France als bester Rookie auf Platz 2. Aber Colin Caresani, der ist jetzt erstmal in Führung gegangen vor Mike van Vugt, dahinter Vincent France und Ben Dorr. Und Ben Dorr greift an, versucht auf Platz 3 nach vorne zu gehen, aber dann hat er die Kurve innen, muss stärker auf die Bremse gehen, und das nutzt der Vincent France sofort aus und bleibt auf Platz 3. Und Ben Dorr hat damit so ein bisschen den Anschluss auch verloren an den Vincent France. Findet sich hier auf Platz 5 erst wieder. Maximilian Krupper ist auf Platz 4 nach vorne gegangen. Auch der hat das nochmal ausnutzen können, diesen Angriff von Ben Dorr auf Vincent France. Rein rechnerisch reicht es noch für Vincent France, hier als Rookie die Juniorenmeisterschaft zu gewinnen. Aber wie gesagt, das ist eine rechnerische Geschichte, wenn ihr dann mit den Streichern und so weiter arbeitet. Aber Vincent France macht jetzt eines. Er fährt sich heran an den Colin Caresani und an den Mike van Vugt mit dem Hintergrund, die beiden vielleicht sogar so ein bisschen als Puffer nach hinten nehmen zu können. Und Mike van Vugt,
der versucht vorbeizugehen am Colin Caressani. Um dann zumindest in der Tageswertung vorne liegen zu können. Das gäbe natürlich dann heute Abend bei der Siegerehrung ebenfalls erstmal einen schönen Preis. Und so fährt er sich hier Runde um Runde ein bisschen näher heran. Aber wir hatten diese Szene gestern bereits, als Caressani vorne lag. Und jetzt kommt der Angriff von Mike van Vogt und er geht am Ende der Start- und Zielgeraden in dieser engen Rechtskurve vorbei an seinem Landsmann aus den Niederlanden mit dem italienischen Namen. Und Vincent Frost, der hat sich das ganz schnell angeschaut, der weiß nämlich, er ist von den eingeschriebenen Fahrern der Führende. Die beiden vorne, die sind Gaststarter, die lassen wir dann einfach mal machen, das interessiert uns jetzt eigentlich wenig. So wird er denken, ich bin vorne. Und nach hinten, zu Maximilian Krupper, Abstand 2,7 Sekunden. Das ist eine richtige Menge, die er da auf Maximilian Krupper Rückstand hat. Krupper, der ist derzeit mit 164 Punkten in der Meisterschaft auf Platz 5 zu finden. Und für ihn geht es ebenfalls noch jetzt darum, den dritten Platz zu holen, den hat der Finn Albig mit 178 Punkten inne. Dazu müssen wir wieder schauen, wo ist der Finn Albig unterwegs? Der fährt im Moment auf Platz 9, das ist der Fahrer mit der Startnummer 388. Hat einen Rückstand von über 8 Sekunden auf Mike van Vogt. Ja, und darum geht's bei Maximilian Krupper im Augenblick. Der ist aber jetzt nicht mehr auf Platz 4 zu finden. Da ist jetzt wieder der Ben Dörr. Der ist an ihm vorbeigegangen. Gegenangriff jetzt wieder von Maximilian Krupper auf Ben Dörr. Ist natürlich jetzt in dieser Gruppe ganz, ganz viel Musik drin. Ben Dörr als führender, Maximilian Krupper, der sich gegen Finn Albig wehren muss. Und der Finn Albig, der ist in dieser Gruppe auch nicht so ganz mit dabei. Der Fahrer mit der 388, der muss im Moment aus der Ferne das Ganze so ein bisschen beobachten, was die beiden dort vorne machen. Da ist jetzt wieder Krupper in Führung gegangen, hat sich jetzt wieder diesen vierten Platz geholt. Ben Dörr sogar zurückgefallen auf Platz 6 gegenüber Finn Gersitz, der sich jetzt den fünften Platz erstmal geholt hat. Und wenn wir das dann so anschauen, dann würde ich sagen, in der Meisterschaft im Mittelfeld ist noch sehr viel Bewegung drin. Im Augenblick in diesen Läufen. Vielleicht jetzt auch bald wieder Bewegung drin bei den ersten beiden. Während der Colin Caressani weggefahren ist, schon 0,9 Sekunden Vorsprung hat, gibt es hier eine Verwarnungsflagge und 5 Sekunden obendrauf für die Startnummer 315. Das ist der Luca Thiel, der kämpft um Platz 16. Da geht es noch um einen Punkt. Und dann merkt man schon, da geht es jetzt in diese Finale um jeden Punkt, den es herauszufahren gibt. Und bald geht es auch schon an die ersten Überrundungen mit dem Lennart Wolf, der da dran ist, überrundet zu werden, der Braunschweiger. Der also mit dem Ausgang des Rennens logischerweise nichts mehr zu tun hat. 8 Minuten und 20 Sekunden sind vorbei, das heißt, wir haben noch 3
Minuten und 35 Sekunden jetzt gleich auf der Uhr, bevor es in die letzte Runde gehen wird. Vorne alles entschieden. Vorne alles klar. Colin Cerasini, Ceresani heißt er richtig, ist vorne vor Mike van Vugt und der Lennart Wolf geht in die Boxengasse hinaus, sagt sich, ich spare mir jetzt Sprit und Kraft für Lauf 3, da kann ich dann noch einmal so richtig zuschlagen. Finn Gersitz hat sich jetzt Position 4 geangelt vor Maximilian Grupper. Das ist jetzt noch eine Gruppe, da ist alles drin. Probleme bei Ben Dorn, das sage ich mal mit großen Fragezeichen. Der ist in der Zwischenzeit auf Platz 8 zurückgefallen. Und da könnte es nochmal eng werden jetzt gegenüber Vincent Frost. Finn Albig damit natürlich auch auf Platz 7 nach vorne gekommen. Und das heißt, Platz 2 bzw. Platz 3 für ihn jetzt schon wieder so ein bisschen sicherer gegenüber Maximilian Grupper. Wir nähern uns langsam dem Ende dieses Laufes der Juniorenklasse, den in der Zwischenzeit Colin Ceresani souverän anführt vor Mike van Vugt und Vincent Frost. Finn Gersitz auf Platz 4 unterwegs und Finn Albig ist nach vorne gegangen auf Platz 5. Dante Rapanor stand 6. und Ben Dorr auf Platz 7 jetzt zu finden. Ja, da müssen wir dann nachher mal genauer rechnen vor Lauf 3, was das zu bedeuten hat, wenn der Vincent Frost hier als Sieger der eingeschriebenen Fahrer, so muss man das mal sagen, über die Ziellinie kommt. Und es ist natürlich immer, ich sag's gerne dazu, die Frage natürlich auch der Streichergebnisse, die man dann hat. Und die müssen wir natürlich dann nach Lauf 3 berücksichtigen. Ja, die letzten Sekunden laufen herunter. Und da sind sie wieder. Diese 3 Sekunden, die wir gestern auch schon hatten, um hier nochmal in eine vorletzte Runde zu gehen. Oh, und da geht's jetzt zu. Mike van Vugt holt sich den ersten Platz von Ceresani. Der kann sofort wieder kontern und übernimmt wieder die Spitze. Und Mike van Vugt, dem fehlt der Heckschutz, der hängt weg. Das ist natürlich jetzt ganz gefährlich für Mike van Vugt, denn der könnte natürlich diesen Heckschutz jetzt auch verlieren. Außerdem hält das natürlich auf, wenn der dort hinten streift. Hält ihn das natürlich dementsprechend auf, da kann er nicht mehr mitgehen. Vincent Frost damit auf Platz 2 in diesem Lauf nach vorne gekommen. Letzte Runde hat begonnen, ist klar, Mike van Vugt, der fährt diese Runde noch zu Ende auf Platz 3. Wird dann wohl den Heckschutz für Lauf 3 festmachen müssen. Ja, das war diese Aktion zwischen ihm und Ceresani, als er vorbeigehen wollte an Ceresani. Da ist das wahrscheinlich passiert, vermute ich jetzt mal stark. Und der fällt natürlich jetzt weit zurück, hat aber genügend Vorsprung gegenüber Finn Gersitz,
fast 10 Sekunden, also da passiert nicht mehr viel. Auch vorne passiert nicht mehr viel. Colin Caresani gewinnt Lauf 2 bei den DD2, bei den Junioren. Vor Vincent Frost, Mike van Vugt wird Dritter. Finn Gersitz biegt als Vierter ein, fünfter Platz dann für Finn Albig, der damit seine Ansprüche auf Platz 3 noch einmal unterstreicht. Dante Rapanosch wird Sechster, Ben Dörr auf Platz 7, Danny Berndt wird Achter und Maximilian Grupper fällt auf Platz 9 in diesem Lauf zurück und Platz 10 geht dann an den Mika Freialtenhofen. Ja, also Platz 10, Mika Freialtenhofen, die Startnummer 398. Olli ist wieder unterwegs, sucht sich wieder einen Gesprächspartner dann fürs Interview bei den Junioren.